wundert euch jetzt bestimmt, warum ich nur meine rechte Handschuhhand zeige. Die Hand ist vorbereitet und ihr könnt euch sicher denken, was wir jetzt machen. Und zwar machen wir jetzt meine linke Hand. Irgendwie fange ich immer mit meiner schwachen Hand an, um zu gucken, ob das Design was wird. Weil wenn das an meiner schwachen Hand was wird, dann wird das auf der nicht schwachen Hand tatsächlich meistens besser. Und ich habe schon mal angefangen und wir fangen so an. Der kleine Finger und der Daumen sind schon fertig. Hier machen wir jeweils jetzt noch eine zweite Schicht drauf. Und dann machen wir ein Design, welches ich von der lieben Andrea so gesehen habe. Also welches sie mich ins... Zu dem, was sie mich in... Moment, fangen wir mal an. Ich habe etwas gesehen, so, bei der lieben Andrea. Falls einige Andrea nicht kennen, das ist Nails Coffee and Tea. Und die hat mich zu diesem Design inspiriert. So, perfekt. Hingekriegt. Als erstes, also das sind jetzt einmal die MPK-Farben 173, das ist das Pink. Und einmal die 83 Grau. Andere Farben verwenden wir auch jetzt nicht in dem Video. Außer gleich einmal ein Stamping-Lack. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich schön in der Kamera bleibe. Das ist nämlich nicht immer so einfach. Wie gesagt, eine Schicht habe ich schon drauf. Ich habe auch immer noch die Press-Ons drauf von vor Weihnachten. Ich habe die auch ein bisschen aufgefüllt mit dem... Moment, ich zeige es euch. Das steht hier nämlich auch noch. Ich finde das immer recht schwer, dadurch, dass die Tipps ja durchsichtig sind. Vorne das dann auch immer ein bisschen wegzumachen. Ich stelle es nur kurz zur Seite. Da! Ich habe das mit der Ultra Base aufgefüllt. Ich schiebe die Lampe mal ein bisschen weg. Das so. Ich habe das, wie gesagt, mit der Ultra Base aufgefüllt, denn die lässt sich hinterher auch wieder ablösen mit dem Remover. Und ich möchte halt schon in dem System bleiben. Ich denke, ich werde sie mir irgendwann kürzen. Lange wird es nicht mehr dauern, denn die sind jetzt schon ein bisschen rausgewachsen. Ja. Dann nehmen wir jetzt das Grau. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal überall zwei Schichten. Jetzt muss ich meinen Ärmel. Sieht das immer ganz gut. Mein Zeigefinger krallt. Und die anderen, also mein Ring, ach Ringfinger, mein Mittelfinger krallt auch, aber der Zeigefinger ist am schlimmsten. Deswegen werde ich jetzt gar nicht viel öfter auffüllen. Ich werde die irgendwann kürzen und dann werde ich wahrscheinlich entweder meinen Zeigefinger neu machen, das heißt alles ablösen, also nur den Zeigefinger, oder ich werde mit Gel obendrauf arbeiten. Von unten ausfräsen, das weiß ich aber nicht, wie das funktioniert, dadurch, dass es ja Press-On sind. Also ganz so viel Erfahrung habe ich damit ja auch noch nicht. Aber mal gucken.
Was ich nur bemerkenswert finde, ist, dass sie richtig halten. Und das ist ja mittlerweile schon eine, ja, gute Länge. Aber die halten tatsächlich sehr gut auf der Arbeit. Und je nachdem, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin im Handwerk tätig, ich bin Maler und Lackiererin und ja, die müssen einiges aushalten. Also wenn ich mir die teilweise selber, auch wenn die kürzer sind, aber selber mache, bricht mir auch sehr selten, aber ist mir am Anfang öfter eine abgebrochen, als wenn die jetzt von der Statik her mehr oder weniger perfekt sind. Auch wenn die ein bisschen rausgewachsen sind, aber die halten und die sind länger. Also ich bin von den Ultra Short Tips wirklich sehr begeistert. Ich habe bis jetzt nur die Mandel und die Rundform verwendet. Ballerina und Squares noch gar nicht. Die Squares werde ich, glaube ich, auch nie verwenden. Ich finde die Form einfach nichts und die Finger wirken klobiger. Und ich habe ja schon recht breite Finger. Aber ich finde, die wirken einfach noch klobiger und ich bin mal gespannt. Die Ballerina werde ich noch mal ausprobieren und dann mal gucken. Ja, was ich euch auf jeden Fall noch erzählen möchte, ist, ich werde ein Gewinnspiel machen. Dazu kommt hinterher noch ein separates Video, aber das Gewinnspiel werde ich machen, wenn ich die 555 Abonnenten habe. Wenn ich die erreicht habe, mache ich ein Gewinnspiel. Das heißt, ich werde ein Video machen. Darunter kommen dann alle möglichen Kommentare. Und dann werde ich aus diesen Kommentaren, werde ich dann jemanden auslosen, der dann von mir ein kleines süßes Paket bekommt. Ja, also ich werde da jetzt nicht großartig mit verlinkt hier und keine Ahnung sagt, wie vielen Menschen Bescheid und nee, das mache ich jetzt nicht. Deswegen machen so eine kleine Auslosung mit Kommentaren unter dem Video. So, als nächstes für das Design nehmen wir einen alten Stempel. Man sieht, also so alt ist er an sich noch nicht. Der klebt noch super gut, aber er ist mir in der Mitte einmal komplett durchgerissen. Das heißt, für große Designs kann ich ihn nicht mehr verwenden. Man sieht, der hat Unterschiede in der Höhe, auch wenn ich den so ein bisschen zurechtschiebe. Es wird einfach nichts mehr und deswegen ist das leider Gottes mein Müllstempelkissen. Und wir brauchen eine Pinzette. Ja, und wir brauchen die beiden Farben. Ich hoffe, das wird jetzt auch funktionieren, denn ich habe an der Hand wirklich sehr, sehr lange rumprobiert und gedoktert. Wie gesagt, ich habe das bei der Andrea gesehen. Dachte mir aber, ich versuche das immer alles noch einfacher hinzukriegen. Und dachte mir, es muss doch irgendwie einfacher gehen. Geht aber nicht. So, wir pinseln ein bisschen hier auf dem Stempel. Und man sieht, das reißt schon. Ich guck mal. Da sieht man nicht viel besser. Da sieht man, es gibt schon Löcher. Die sind mir aber nicht genug. Also gehe ich jetzt einfach mit der Spitzenseite von meinem Pro-Pusher in das Gel und ziehe das hier hoch. Kann das so ein bisschen verteilen. Also die Idee war mega geil, als ich die gesehen habe bei der Andrea und wusste sofort, das machst du auch. So gefällt mir das und so packe ich das jetzt in die Lampe. Wie gesagt, definitiv alten Stempel verwenden. Reichen auch jetzt 10 Sekunden. Da ist es fertig. Wir machen das Grau schon mal zu. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist das fertig. Jetzt nehmen wir die Pinzette. Gucken, dass da nicht so viele Flusen dran sind. Versuchen das in einem Stück abzumachen. Kann auch jetzt das schneiden oder sagen, nö, das gefällt mir jetzt nicht. Oder so wie hier, es will nicht drauf.
Ja, hier wird das ein bisschen dick sein. Ich habe ja noch die Schwitzschicht drauf. Ich glaube, das könnte jetzt auch wieder mein Todesurteil sein. Jetzt habe ich hier noch meine Schere. Schneide ich mir einfach ein Stück weg. Schiebe das mal ein bisschen runter, dass man das nicht so sieht. Ja, ich glaube, ohne Schwitzschicht wäre geiler gewesen. Weil ich habe nämlich dann auch versucht, einfach hier sind nämlich nur so ganz kleine Punkte, die hier drauf zu stempeln. Das funktioniert aber nur so semi-gut. Die meisten bleiben nämlich auf dem Stempel, so wie jetzt auch. Und dann gehe ich über meine Fusselrolle drüber. Und der Rest ist jetzt ab. Also da ist jetzt nichts mehr drauf. Aber warum das jetzt wieder nicht kleben bleibt? Ich krieg eins an der Pfanne. Ja, das Problem hatte ich dann vorhin auch ein paar Mal. Ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt die optimale Lösung. Aber dann entferne ich jetzt einfach mal die Schwertschicht bei dem Grau. Und probiere das gleich mal ohne Schwertschicht aus. Ja. Ja, warte. Ich bin aber auch. So, ich nehme jetzt einen Versiegler, einen Glanzversiegler, der ein bisschen flüssiger ist. Vielleicht funktioniert das ja. Aber wie gesagt, man sieht etwas. Ich habe an der anderen Seite auch schon Stunden gefühlt verbracht. Und dachte mir, jetzt hast du es. Und wie man sieht, nein, ich habe es noch nicht. Sei nicht so widerspenstig. Bleib da einfach in dem Gehen. Warte mal. Zwei Sekunden. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Vielleicht klappt das ja. Ich glaube es zwar nicht. Man kann dem sogar noch dabei zugucken, wie es nach oben kommt. Das ist doch nicht. Okay, die ist tatsächlich nur für so kleine Stempelsachen gut. Habe ich. Also, hier ist eine kleine Stempellampe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Kamera war. Aber dann drückt man hinten drauf und dann leuchtet die halt blau. Dann kann man eigentlich Stempelsachen festmachen. Also so Wraps oder sowas. Die habe ich mir beim großen A gekauft. War jetzt auch nicht teuer, aber die Andrea hat eine vorgestellt und ich glaube, die werde ich mir eher holen. Weil die hat dann nicht dieses Stempelkissen, sondern die steht dann halt. Und man kann dann halt da drunter, so wie jetzt, ich hätte es dann festhalten können und dann drauf. Ich glaube, die finde ich dann etwas praktischer. Aber wir gucken jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. Ja. Wir müssen ein bisschen buffern und feilen. Denn da gibt es viele große Ecken. Ich guck mal. Das ist jetzt gleich auf dem Grauen. Oh, das ist das große Ding, das gefällt mir so gut. Wir schneiden das ein bisschen rund aus. Och, Menno.
Ich buffere jetzt noch ein ganz kleines bisschen hier rum. Denn ganz unhugelig wird es halt nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach mal den Ultra Bond von Lini. Also wie ihr seht, es ist alles immer nicht einfach. Und schmier den mir da einfach mal drunter. Nee, der hält nicht. Das Problem ist, der ist ja jetzt klar, man sieht das jetzt ganz gut, recht hugelig. Ich will den glatter kriegen. Dann wird das ganze Design gleich weg sein. Flügen drauf. Hier habe ich mir jetzt gerade frisch lack. Oh nee. Das nennt man Holzkopf. Mein Gott. Direkt schon an den neuen Nagel. Voll die Kratzer drauf. Gerade mit dem Buffer gegengekommen. Egal. Ja. Nicht so tragisch, nicht so tragisch. Ich nehme jetzt meinen Extreme Matt Quick Finish Versiegler von MPK und hoffe, dass das jetzt gleich ein ganz kleines bisschen wieder weggeht, dass der absteht. Dass das so hugelig ist, das ist mir jetzt gerade fast erstmal egal. Nur der nervt mich. Och Mann. Sobald ich loslasse. Alles ausprobieren. Irgendwie das Design retten. Ja, bei dem Grau wird das gleich bestimmt funktionieren. Ja. So schnell vergeht das immer mit der Zeit und ach, das ist doch Käse. Und wie ihr seht, auch bei mir, es funktioniert bei weitem nicht alles perfekt. Also, und ich habe schon rumgedoktert auf der anderen Seite. Ja, aber es geht ja schon mal nicht mehr ab. Egal, dann ist das jetzt so. Aber so ungefähr wird das aussehen. Wir machen das jetzt einmal. Mein ganzer Schreibtisch ist hier wieder voll. Ich bin immer noch wahnsinnig froh, dass der Schreibtisch um 50 cm gewachsen ist. Aber trotzdem, diese Fläche reicht nicht. So, ich habe das jetzt. Wir machen hier einfach mal Ultra Bond von Lini drauf. Das habe ich an der anderen Hand. An zweien auch versucht, hat mittelmäßig funktioniert. Wir gucken einfach mal. Wie gesagt, einfach irgendwie, dass es gleich vielleicht ein kleines bisschen klebt. Wir haben den Stempel. Wir haben wieder unser Pink.
schön dünn. Ich glaube, das war gerade auch ein bisschen zu dick an ein, zwei Stellen. Ich glaube, deswegen hat das auch nicht ganz so funktioniert. Und wenn ihr sehen würdet, was hier für ein Chaos auf diesem Schreibtisch herrscht. Unfassbar. So. Ich jetzt hier nochmal so ein paar. Ich weiß gar nicht, ob irgendwann mal der Stempel auch keine Löcher mehr zieht, wenn der so kaputt ist. Ich habe keine Ahnung. Hat. Also das Muster muss euch auf jeden Fall gefallen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich versuche jetzt gerade auch irgendwie zu gucken, dass das miteinander verbunden ist. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Packen wir erstmal 10 Minuten in die Lampe. Ich trinke mal einen Schluck. Das ist ja auch schon wieder seit ein paar Stunden hier. Aber das ist echt nervig. Ich hoffe, das funktioniert, Leute. Vor allem, ich finde diese Tropfen an der Seite immer so gut und die kriege ich nie mit. Wir haben es schon mal. Das ist, glaube ich, wieder viel zu dick. Das wird bestimmt auch wieder nicht halten. Nee. Und das ist schon nur so dünn. Obwohl es geht. Bleib da dran. Kleben bleiben. Ich nehme meinen flüssigen Versiegler. Ich will das jetzt irgendwie da drauf kriegen. Das hat auf der anderen Seite hinterher auch bei zwei Fingern so super funktioniert. Das Problem ist, ich habe die Idee bei Andrea gesehen, aber es ist jetzt schon ein paar Tage her. Dann wollte ich mir das nochmal angucken, wie sie das nochmal ganz genau gemacht hat mit diesem Stempelsystem. Aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Also Andrea, falls du das siehst, schreib mir mal bitte in die Kommentare, wie dein Video hieß. Denn ich habe wirklich gesucht und gesucht und gesucht und dachte mir, ey, irgendwo war es doch. Dann habe ich das einfach mit dem Stempelkissendesign von den Tüchern genommen. Weil dann macht sie das ja so ähnlich. Das Problem ist ja im Moment so viel mit Stempel. Und ich finde die Ideen, die diese Frau einfach hat, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Da muss man immer erstmal drauf kommen. Ich habe das auch erst hinterher anders versucht, hat auch nicht funktioniert. Das können wir jetzt einfach wegfallen. Das ist ja egal, was hier unten ist. Boah, jetzt habe ich dir fast die Klappe. Ja, jetzt gehen ein paar Stückchen ab. Das ist jetzt nicht... Finde ich jetzt nicht so tragisch.
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es auf der Seite nicht funktioniert hat. Auf der anderen hat es besser geklappt. So, einmal vorsichtig drin dünn drüber buffern. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe bei dem einen Nagel auf meiner anderen Hand aber auch so lange gebuffert, bis es recht glatt war. Aber ich hatte noch fast kein Design mehr. Und ein bisschen Design sollte ja noch erhalten bleiben. So, finde ich, geht das aber. Immer ein bisschen stauben. Dann habe ich hier meine kleine Mini-Fingerbürste. Die ist ein bisschen hartnäckiger für den Staub. Jetzt machen wir das erst auf der anderen Seite auch drauf. Ich habe das auf der... Oh, jetzt bin ich auch Holzkopf. Ich fasse erstmal auf den Ultrabond drauf, um zu gucken, ob das noch klebt. War nochmal ein ganz kleines bisschen drauf. Auch da, ich hätte erst jetzt erst welchen drauf machen sollen. Egal. Aber was soll ich jetzt sagen? Also das ist... Nee. Denn ich stempel da jetzt gleich nochmal was Kleines drauf. Und so zwischendurch denke ich mir auch, mein Gott, ich probiere und mache und tu. Aber so wie hier, ich glaube, das ist zu dick. Also falls ihr eine Idee habt, wie man etwas Festeres auf die Nägel kriegt, ohne dass es absteht, abplatzt, so wie hier, da geht das auch wieder hoch. Ich weiß nicht, seht ihr das? Hier hinten. Ah, jetzt geht das da auch hoch. Ich weiß nicht, wie man das einfach da auf den Nagel kriegt. Aber an sich ist es ja noch nicht mal so dick. Weil ich habe es auch erst vorhin versucht, Versiegler, dann habe ich das da reingelegt. Das hat ja noch viel weniger funktioniert. Vielleicht hält das dann. Also auch hier, man merkt, man muss ein bisschen Geduld, ideehaft, ich weiß nicht, wie man, also das muss es schon, das ist schon echt knifflig. Also falls ihr das Geräusch gehört habt, das war die Heizung. Sollst du einfach nur da drauf bleiben? Mein Gott, so dick bist du doch nicht. Aber wir versuchen es. Ja, und das, was jetzt hier noch drauf ist, gehe ich einfach wieder über meinen Roller, über meine Fusselrolle. Eins ist da jetzt noch drauf. Aber ihr seht,
Da sind sie alle. Ein pinkes Körnchen ist hier noch. So, ist jetzt auch drauf. Dann ist alles weg. Also er sieht jetzt nicht so schlimm aus. Lass mal auf. Aber er sieht halt auch nicht mehr so gut aus. Dadurch, dass der gerissen ist, wie gesagt, ist das nicht so schlimm. Ja, ich falle das dann wieder ein bisschen weg. Da. Dann buffere ich das ein ganz kleines bisschen. Dann machen wir den Staub weg. Jetzt sieht man da natürlich noch, wo das glänzt. Da ist natürlich jetzt nichts gebuffert. Ja, die Erhabung ist jetzt so mittelmäßig. Mich wird es jetzt, glaube ich, nein, mich wird es nicht stören. Hier hinten wird es mich ein bisschen stören. Wie gesagt, ihr müsst immer so gucken. Klar, das ist jetzt wie so mehr oder weniger wie so ein 3D-Effekt. Und ihr müsst dann halt immer gucken, okay, was würde euch jetzt stören und was nicht. Also es sollte euch auf jeden Fall nicht stören. Jetzt nehmen wir einen guten Stamper. Ich habe hier diese Schablone. Dann werde ich hier unten die Sterne verwenden. Ich bin ehrlich, ich glaube, die ist von Temu. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Im Fall der Fälle, hier unten habt ihr auch die Zahl. JTC0O44. Könnte ein 0 sein, ein O sein, weiß ich leider nicht. Ich meine, die habe ich von Temu. Ich habe mir tatsächlich nichts hinten drauf geschrieben. Schlecht. Dann werden wir jetzt einmal dieses Motiv mit den Sternen stempeln. Ich habe jetzt hier meine Karte, die ist von Überschick oder Uberschick. Die ist jetzt nicht so super leicht, also die ist ein bisschen härter, also wirklich fast wie so eine, ja, eine Kreditkarte ist, glaube ich, ein bisschen fester. Weil ich hatte eine von Born Pretty, die ist wirklich so super biegsam gewesen. Und mit der habe ich gemerkt, komme ich tatsächlich nicht ganz so klar. Die ist ein bisschen fester. Separates Video. Kommt aber noch zum Stempeln. Also, das ist es jetzt nicht. Dann nehme ich mein Stamping Lack in Schwarz von MPK. Also, ich garantiere jetzt auch für nichts, dass das direkt funktioniert. Gehe nur leicht drüber. Jetzt muss ich mir meine Stempel erstmal suchen. Und habe hier meine Sternchen. Ja, da waren sie, meine Sternchen. Jetzt sind sie auf meinem Da sind sie auf meiner Fusselrolle gelandet.
Einmal sauber machen. Ja, man sucht den Stempel und man hat ihn vor sich. Da sind sie jetzt wieder. So, alles andere ist weg. Ich habe jetzt nur noch die Sterne. Ja, was ist jetzt los? Das hatte ich auch noch nie. Vor Premieren über Premieren heute. Jetzt muss ich einmal. Jetzt ist der Stern nicht ganz so. Ist nicht schlimm. Ich habe Ultrabond drauf gemacht und spätestens dann ist das Motiv drauf. Aber das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Mein erstes Mal. So, Stempelplatte sauber machen. Dann räume ich die wieder weg. Dann nehmen wir die nächste Stempelplatte. Das ist jetzt eine große Stempelplatte. Die ist tatsächlich von. Ich weiß nicht, heißen die Überschick, Überschick? Von denen direkt. Und da verwenden wir das Wort Love. Ich finde die Schreibweise einfach so schön, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Jetzt müssen wir das einmal auch wieder ein bisschen. So, damit wir es wirklich alleine haben. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Also man könnte auch sagen, das ist heute ein Fail-Video. Es funktioniert nichts. Tief durchatmen. Platte wieder sauber machen. Also normalerweise habe ich dieses Problem wirklich nicht, dass ich hier sitze und nicht auf den Nagel geht. Dann nehmen wir halt wieder Ultrabond auf den Nagel dünn auftragen, also eine Schicht. Nee. Farbe drauf, abziehen. Das, obwohl es ist nicht ganz drauf, ne? Hi. Sauber machen. Also, wie ihr seht, auch ich habe noch meine Probleme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt was geworden ist. Nein, natürlich nicht. Also ich könnte das Video jetzt auch auf Pause machen und dann hinterher, wenn das perfekt geworden ist, weitermachen. Möchte ich aber nicht. Denn ihr sollt auch sehen, dass das bei mir nicht immer alles funktioniert. Wie gesagt, ich komme gerade so am Rande der Verzweiflung an. Ich weiß, als ich meine Weihnachtsnägel gemacht habe, das hat alles so Bombe und super funktioniert und alles.
Und es hat auch alles nicht lange gedauert und ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. So. Das, was ich nicht habe. Nein. Ich gehe gleich wirklich auf. Jetzt ist das eh wieder weg gewesen. Ich mache gleich wirklich Pause. Ein letztes Mal. Dann habe ich, glaube ich, auch keine Lust mehr. So. Wir haben es drauf. Es ist auf dem Nagel. Wir haben es geschafft. Jetzt räume ich das erstmal weg, bevor mich das gleich nochmal zu weiß bringt. Ich sprühe das schon mal ein. So. Als erstes normalen Versiegler nehmen. Glanzversiegler. Weil das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich mir erst mit dem Matt, dass ich erst matt versiegelt habe oder matt versiegeln wollte. Und dann ist aber alles richtig in die Hose gegangen, weil dann ist das nämlich nochmal schön verschmiert. Ich mache das jetzt auch nicht super ordentlich. Verzeiht es mir. So, ab in die Lampe. Nee. Was ein Video. Ich dachte, ich wäre schon gut vorbereitet. Ja. Ein Satz mit X. Passiert. Für den Fall der Fälle, mein Stempel ist auch von Oberschick. Also bis jetzt, der ist wirklich super gut. Müssen es beim Übertragen, lässt er mich nicht im Stich. Ach nö, Zitter. Dann nehme ich jetzt einfach die. Ich mache auch immer direkt meine Stempelplatten sauber. Wenn nicht, dass ich hinter jemanden stempeln möchte und dann ist die nicht sauber und man fängt dann erst an. Das ist tatsächlich nichts. Für mich. So. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Extrem Finish matt drüber. So, extrem matt. Und jetzt versiegeln wir einmal alles komplett ordentlich. Wie gesagt, diese Erhabungen sind mir tatsächlich egal, ist ja wie bei einem 3D-Sticker, 3D-Tattoo. Gehen jetzt auch schon ein kleines bisschen weg durch das Versiegeln. Alles erwischt, alles erwischt. Ab in die Lampe. Mindestens 60 Sekunden.
Dann machen wir jetzt erstmal alle Flaschen hier zu. Also ich kann nur eins sagen, der Ultrabond ist oft ein Lebensretter. Sei es bei Revs, sei es so wie jetzt. Er ist tatsächlich oft ein Lebensretter. Kamera meckert schon wieder, sie ist zu heiß. Ich hoffe, die hält jetzt die paar Sekunden aus. Klar, das mit dem Stempeln ist auch immer so eine Form der Stempelplatten, je nachdem, wie gut die geprägt sind. Aber die beiden Stempelplatten sind wirklich gut. Also die von Uberschick definitiv. Die andere ist, glaube ich, ich meine, die ist von Temu. Und die ist aber auch wirklich gut. Die ist schön tief geprägt. Also da funktionieren die Motive wirklich. Jetzt gerade, das war einfach immer nur, ja, dann habe ich das eh weggerollt mit der Fusselrolle. Ich habe nicht gut genug abgezogen. Also man braucht da ein bisschen Gefühl für, aber es ist kein Hexenwerk. Und ich habe einer lieben Abonnentin versprochen, ich werde ihr zeigen, also ich werde ein extra Stempelvideo mal aufnehmen. Aber wie man gesehen hat, auch bei mir funktioniert es nicht immer alles einwandfrei. So, mache ich den Handschuh ab. Aufwärmen da drunter. Und das sind jetzt tatsächlich die Nägel. Ich habe das genau einmal alles spiegelverkehrt gemacht. Ja, hier sieht man jetzt tatsächlich so den Fehler mit dem Stern. Ja. Wie gesagt, ist nicht alles perfekt, aber ich mache mit euch nochmal ein Video. Wie gesagt, hier ist jetzt nicht ganz so erhaben, aber ich habe mega gefeilt. Deswegen sieht man auch nicht ganz so viel von dem Design. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch trotz der ganzen Probleme, die ich hatte. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder zu. Und dann gucken wir mal, was wir da für ein Design machen. Aber das ist jetzt inspiriert von der lieben Andrea, also von Nails Coffee & Tea. Schaut gerne bei ihr auf dem Kanal vorbei, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, falls ihr sie nicht kennt. Und die hat wirklich super gute Inspiration. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Und dann ja, erkläre ich die Verlosungssachen vielleicht noch. Brauche ich gar nicht, habe ich ja jetzt. Nein, wir sehen uns zum nächsten Video wieder und bis dahin sage ich Tschüss!